Das sind die 15 verrücktesten Torwartfehler im Fußball. Erinnerst du dich an das große Spiel im Jahr 2018, als Liverpool und Real Madrid um die Champions League-Krone kämpften? Oh Mann, Loris Karius hatte einen Abend, den er lieber vergessen oder vielleicht auslöschen würde. Stell dir vor, er hat den Ball in den Händen, sieht cool aus und ist bereit, ihn ins Spielfeld zu schießen und… oh je, er schenkt ihn praktisch Karim Benzema, der sich bedankt und ein Tor schießt. Dann kommt Gareth Bale mit einem Schuss aus der Distanz und Karius wird zum Zuschauer, als der Ball an ihm vorbeirauscht. Es war, als ob man jemandem zusieht, der versucht, eine Fliege mit Stäbchen zu fangen. Man weiß, dass es nicht gut ausgehen wird. Trotz der Patzer hat Karius Mut bewiesen und, seien wir mal ehrlich, wir alle haben Tage, an denen wir lieber im Bett bleiben würden. Dieses Spiel beweist nur, dass Fußball so unberechenbar sein kann wie eine Katze auf einem Skateboard. Große Spiele bringen große Überraschungen. Rückblende auf 2002. WM-Viertelfinale. England gegen Brasilien. David Seaman mit seinem majestätischen Pferdeschwanz bewacht das Netz wie ein Löwe, bis Ronaldinho beschließt, einen Ball aus einer gefühlten anderen Postleitzahl zu schlagen. Der Ball hebt ab, fliegt hoch und Seaman? Nun, er macht eine Art Zeitlupensprung und streckt sich aus, als ob er versuchen würde, das letzte Stück Pizza aus der Luft zu fischen. Aber nein, der Ball fliegt einfach über ihn hinweg und ins Netz. Das ist wie der Moment, in dem man versucht, vor seinem Schwarm cool zu wirken und gegen einen Laternenpfahl läuft. Trotz dieses Ausrutschers ist Seaman immer noch eine Legende. Und wir sollten nicht vergessen, dass wir alle schon mal von einem Papierflieger im Wind verblüfft wurden. Da war also Oliver Kahn, Deutschlands Mauer, im Finale der Weltmeisterschaft 2002 gegen Brasilien. Der Mann war während des gesamten Turniers praktisch ein Superheld, der Schüsse auf der ganzen Linie abwehrte. Aber auch Superhelden haben ihr Kryptonit, nicht wahr? Kommen wir zur Szene. Rivaldo schießt und Kahn, der wahrscheinlich an sein Abendessen denkt, lässt den Ball einfach durch die Finger gleiten. Wer ist da, um sich über diesen Patzer lustig zu machen? Kein geringerer als Ronaldo, der sagt, macht nichts, wenn ich es mache, und den Ball ins Netz schießt. Das war so, als würde jemand an einem heißen Tag seine Eistüte fallen lassen. Ein totaler Oh-Mann-Moment. Trotz dieses Ausrutschers ist Kahn immer noch eine Legende. Das zeigt nur, dass selbst die Besten mal einen Moment haben, in dem sie ihre Füße verwechseln. So als würden sie versuchen, gleichzeitig zu laufen und eine SMS zu schreiben. Auch die Besten können etwas verpassen. Drehen wir die Uhr zurück zur Weltmeisterschaft 1990, als René Higuita, Kolumbiens Torwart, beschloss, dass er es satt hatte, nur Tore zu verhindern und dachte, warum nicht auch mal ein Mittelfeldspieler sein? Stell dir das vor. Higuita mit wehender Lockenmähne wagt sich aus seinem Tor wie ein Kind, das sich in die Küche schleicht, um Kekse zu holen. Er versucht, an Roger Miller vorbeizudribbeln, denn warum nicht? Aber Miller sagt nur, danke, ich nehme das, und schießt ein Tor, sodass Higuita aussieht, als hätte er seine Schlüssel verloren. Kolumbien geht K.O. und Higuitas gewagter Schachzug wird zur Fußballfolklore. Es ist, als würde man einen Zaubertrick versuchen und aus Versehen seinen Assistenten in ein Kaninchen verwandeln. Ehrgeizig, aber oh Mann, riskant. Trotz des Missgeschicks ist Higuita wegen seines Gespürs und seines legendären Skorpiontreffers eine Legende, die beweist, dass es im Fußball nicht nur darum geht, auf Nummer sicher zu gehen. Weltmeisterschaft 2014. Spanien gegen die Niederlande. Eigentlich sollte es ein ganz normaler Arbeitstag für Iker Casillas, Spaniens Torwart-Superheld, werden. Aber auch Superhelden haben mal einen schlechten Tag, oder? Die Szene. Ein Ball, der auf Casillas zukommt. Nichts, womit er nicht umgehen könnte. Dachten wir zumindest. Plötzlich ist es, als wäre der Ball eingefettet. Er gleitet ihm durch die Hände. Und da kommt Robin van Persie, springt durch die Luft, als wolle er olympisches Gold im Schwimmen gewinnen und köpft den Ball ins Netz. Bumm. Ein Teil des Dramas bei Spaniens schockierender 1:5 Niederlage in einem Thriller. Das ist so, wie wenn man versucht, cool auszusehen, wenn man an seinem Getränk nippt und es einem am Ende über das Hemd tropft. Peinlich. Aber hey, Casilla hat schon öfter den Tag gerettet, als wir zählen können. Also verbuchen wir es einfach als einen Wunsch des Universums, das Spiel ein wenig aufzupeppen. In angespannten Zeiten gibt es immer wieder Überraschungen. England gegen Kroatien. Die Spannung ist groß und Scott Carson ist der Torwart, der wahrscheinlich von einem fehlerfreien Spiel träumt.
Da kommt ein Weitschuss von Niko Kanča, der eher wie ein Wunsch als eine Bedrohung aussieht. Aber oh je, er verwandelt sich in ein geöltes Schwein, das Carsten durch die Finger rutscht. Huch, das ist so, wie wenn man sein Handy fallen lässt, versucht es aufzufangen und es dabei noch weiter schleudert. Dieser Patzer wurde zu einem legendären Ups-Moment, der dazu beitrug, dass England die Europameisterschaft verpasste. Es ist eine dieser Szenen, die uns daran erinnern, dass es im Fußball nicht nur um die schönen Momente geht, sondern auch um die Missgeschicke, die man nicht ansehen kann. Carstens Ausrutscher ist eine witzige Erinnerung daran, dass auch die Profis in den unpassendsten Momenten Butterfinger kriegen können, was den Film doppelt so lang macht und mit einfachen, witzigen Worten untermauert. Stell dir das vor, das Finale der Euro 1984, ein großes, großes Spiel. Spaniens Torwart José Manuel Arconada ist bereit, alles zu stoppen, was auf ihn zukommt. Dann tritt Michel Platini zum Freistoß an. Kein Problem, denkt Arconada wahrscheinlich. Aber der Ball, der ein kleiner Schlingel ist, macht sich auf eine magische Reise durch seine Hände. Huch, das ist, als würde man versuchen, einen Wasserballon mit seifigen Händen zu fangen. Glitschig und, nun ja, spritzig. Dieser heimtückische Ball hat Frankreich den Sieg und den Titel beschert. Auch wenn es ein Hand-zu-Hand-Moment war, darf man nicht vergessen, dass Arconada ein Superstar war, der Spanien ins Finale brachte. Dieser Moment, er erinnert uns daran, dass auch die Besten einen Moment haben können, in dem sie sich fragen, Moment, was? Große Momente können jeden stürzen. Im Jahr 2002 gab es also dieses epische Spiel, das erbitterte Derby zwischen Birmingham und Aston Villa. Stell dir Peter Enkelmann, den Torwart von Villa, in einem Moment vor, der berühmter werden sollte als ein Eichhörnchen auf Wasserskiern. Ein Mitspieler wirft ihm einen Einwurf zu, ein Kinderspiel, oder? Nun, nicht ganz. Enkelmann versucht ihn zu kontrollieren, aber der Ball, der einen eigenen Willen zu haben scheint, schleicht sich an seinem Fuß vorbei und schwupps, er rollt peinlich ins Netz. Ein Eigentor in einem Derby? Autsch! Das ist, als ob man versucht, ein Stück Toast zu fangen, es aber aus Versehen in den Hundenapf wirft. Der Gesichtsausdruck des Spielers? Eine Mischung aus, ist das gerade passiert? Und kann ich einen zweiten Versuch bekommen? Trotz des Fehlers ist Enkelmanns Fauxpas jetzt Teil der Fußballfolklore. Eine Geschichte, die mit einem Kichern und einem Kopfschütteln erzählt wird. Stell dir die Szene vor. Der Merseyside Derby, ein Spiel, das so intensiv ist, dass eine Tasse Tee vor lauter Spannung überkochen könnte. Jordan Pickford, der Torwart von Everton, steht kurz vor einem Moment, in dem er sich am liebsten in einen Torwart-Handschuh verkriechen würde. Es ist Nachspielzeit, alle sind mit den Nerven am Ende. Und dann taucht ein Ball auf, der so harmlos scheint wie ein Welpe. Aber nein, Pickford verschätzt sich. Der Ball prallt von der Latte ab und wird zur perfekten Vorlage für Divock Origi. Origi sagt, macht nichts, wenn ich es mache, und nickt den Ball ins Netz. Es ist die Art von dramatischem Sieg in der Nachspielzeit, von der Drehbuchautoren träumen. Armer Pickford. Es ist, als würde man versuchen, eine Fliege mit Stäbchen zu fangen, heldenhaft, wenn es klappt, aber es besteht immer die Gefahr, dass man das Gesicht verzieht. Trotzdem ist Pickford immer noch ein Top-Torhüter. Und dieser Moment? Derby-Tage sind voller Schocks. Rückblende zur Weltmeisterschaft 2010. England gegen die USA. Und Rob Green steht kurz vor einem Moment, der Torhütern Albträume bescheren wird. Clint Dempsey schießt aus der Distanz und denkt sich wahrscheinlich, warum nicht? Der Ball fliegt auf Green zu und scheint so einfach zu stoppen zu sein wie ein Einkaufswagen mit einem defekten Rad. Doch dann, Katastrophe! Der Ball rutscht Green durch die Hände wie ein Stück Seife in der Badewanne und rieselt ins Netz. Es ist einer dieser Momente, in denen man am liebsten den Rückspulknopf drücken würde, aber alles, was man tun kann, ist in Zeitlupe und mit offenem Mund zuzusehen. Durch diesen Ausrutscher endete das Spiel 1:1 unentschieden und plötzlich fühlten sich Greens Handschuhe an, als wären sie mit Butter bestrichen. Trotz des Patzers sind es Momente wie dieser, die uns daran erinnern, dass der Fußball so unberechenbar ist wie das britische Wetter. Green, der an jedem anderen Tag ein solider Torhüter ist, zeigt, dass auch den besten Mal ein Upsi-Moment passieren kann. Im großen Finale des Ligapokals verwandelten Wojciech Szczęsny und Laurent Koscielny ein einfaches Fußballspiel in eine Komödie der Fehler. Es war, als ob beide versuchten, zu verschiedenen Melodien zu tanzen, wobei Szczęsny den Tango und Koscielny den Walzer tanzte, was zu einer urkomischen Verwechslung führte. Dieser Fehler ermöglichte es Obafemi Martens, sich wie ein Ninja vorbeizuschleichen,
ein Tor für Birmingham City zu schießen und ihnen den Pokal zu überreichen, als ob er sagen wollte, hier, ihr braucht das mehr als wir. Die Arsenal-Fans fragten sich, ob ihr Torhüter plötzlich beschlossen hatte, mit dem Ball Verstecken zu spielen. Die Szene war so lustig, dass sie direkt aus einem Zeichentrickfilm stammen könnte. Szczęsny und Koscielny stießen wie ungeschickte Figuren zusammen und brachten die Fans zum Lachen und Weinen zugleich. Du wirst nicht glauben, dass diese Fehler tatsächlich passiert sind. Jay Given, der großartige Torhüter von Newcastle, hatte 1997 in einem Spiel gegen Coventry City einen kleinen Ups-Moment. Normalerweise ist er in Topform, aber dieses Mal war er zu weit weg und Dion Dublin nutzte das aus. Hier ist der Knüller. Shay schnappt sich diesen hochfliegenden Ball, als ginge es niemandem etwas an. Er weicht Dublin und sogar seinem eigenen Teamkollegen aus. Er ist schnell auf den Beinen und bereit, einen schnellen Konter einzuleiten, indem er den Ball abprallen lässt und versucht, ihn abzugeben. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Shay hat völlig übersehen, dass Dublin nach dem ersten Fehlschuss auf Zehenspitzen zurück aufs Feld geschlichen ist. Dublin schleicht sich an, schnappt sich den Ball und netzt ihn ohne Mühe ins offene Tor ein. Zu allem Überfluss stand Shay auch noch verdutzt da, während Dublin feierte. Die Menge tobte und Shays Mannschaftskameraden konnten sich nur noch den Kopf zerbrechen. Dieser Patzer wurde zu einem der Momente, an die sich Fans und Spieler erinnern und die Shay so schnell nicht vergessen wird. Jetzt siehst du die größten Fehler im Leben eines Torwarts. In Erwartung seines großen Wechsels zu Manchester United wurde André Onana zum unfreiwilligen Star eines viralen Videos mit seinen Torwartfehlern. Es war, als würde man eine Reihe von komödiantischen Sketchen sehen, in denen Onana die Hauptrolle spielte und eine Reihe von Fehlern zeigte. Von der falschen Ballannahme bis hin zum Weiterleiten von Pässen an imaginäre Teamkollegen. Die Zusammenstellung war so unterhaltsam, dass die Fans darüber diskutierten, ob Onana tatsächlich ein Geheimagent der gegnerischen Mannschaften war. Jeder Clip wirkte wie eine Szene aus einer Slapstick-Komödie, wobei Onanas fragwürdige Positionierung den Eindruck erweckte, als würde er auf dem Spielfeld, wo es Walter spielen. Die virale Sensation löste nicht nur Debatten über seine Zuverlässigkeit aus, sondern auch über die Frage, ob er sich auf eine Karriere als Komiker nach dem Fußball vorbereitete und sich mit seiner einzigartigen Art des Torwartspiels unwissentlich für eine Rolle in einer Sketchshow bewarb. Der Spaß soll hier nicht aufhören. Auf der linken Seite kannst du in die herzzerreißendsten Momente im Fußball eintauchen oder rechtsklicken, um herauszufinden, wie Fußballspieler ihre Trikotnummer bekamen. Dein nächstes Fußballabenteuer wartet schon auf dich.